Auch dieses Video wird euch wieder präsentiert von Die Mobilisten, diemobilisten.de. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, hallo, im blauen Model 3 Standard Range Plus. Aber heute geht es leider nicht um dieses Auto, weil dieses Auto hat nicht das volle autonome Paket drin. Und da ist ja eine ganz tolle Funktion dazugekommen letztes Jahr und die wollte ich nochmal angucken. Dazu stehen wir hier auf einem Parkplatz. Ja, und ihr ahnt es schon, was wir vorhaben. Und wir, ja, wer ist dabei, der ein Auto hat, das das volle Paket drin hat? Den kennt ihr nämlich schon. Ja, guckt mal, das ist nämlich der Frank Uwe. Hallo. Den habt ihr schon beim letzten Mal gesehen. Das sind wir schon gefahren mit seinem schönen Model 3 hier. Und der hat nämlich das Gesamtpaket drin, das volle autonome Fahrpaket. Und habe jetzt mal hier die Kamera installiert. Und ihr seht jetzt alles von innen dann. Und wir stehen hier draußen und probieren jetzt erstmal auf diesem schönen Parkplatz das hier aus. Der ist nicht ideal heute. Oder ist er ideal? Weil der ist gar nicht so arg leer. Und das ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung. Ich glaube, wir versuchen erstmal was Einfaches, oder? Ob es überhaupt irgendwie funktioniert mit diesem Advanced Summon. Mal ein kurzes Herbeirufen. Ah, Auto reagiert. Was hast du eben gesagt? Fahre vorwärts. Genau. Also das normale Summon funktioniert mal. Kennt ihr ja schon. Das ist eigentlich die alte Funktion. Die ist gar nicht neu. Solange bis Hindernis oder man den Finger vom Knopf nimmt. Wir sind jetzt Hindernis wahrscheinlich, oder? Hoffentlich. Ja, wir sind Hindernis. Hey, wir sind Hindernis. Komm, halt an. Ja, oh. Er hält an. Guckt hier. Also, das funktioniert mal soweit. So gut. Kann auch ein Stück zurückfahren. Diese Funktionen kennen wir. Die sind eigentlich dazu da, aus engen Parklücken oder Garagen raus und rein zu fahren. Machst du das mal? Probierst du sowas? Ja, ich habe aber das Problem, dass die Abstände in meiner Tiefgaragenbox zur Seite und nach vorne hin zu gering sind, wenn das Auto drin steht, sodass es dann nicht mehr funktioniert. Okay. Das heißt, das Heck würde rausschauen. Also, das hat jetzt mal wunderbar funktioniert. Das kennen wir aber schon. Jetzt müssen wir irgendwo mal hingehen. Auto steht da hinten, wir stehen hier. Initiieren. Hier sieht man mal die schöne Anzeige. Irgendwie, ja. Wir stehen hier, Auto steht da. Es zeigt ja eigentlich an, was es machen will, ne? Rückwärts rausfahren und dann genau. Zu uns. Das ist gut. Nur nicht die Mülltonnen rammen. Mal schauen, ob es auch wirklich was tut. Den Rückwärtsgang drin. Los geht's. Ja. Seht ihr, wie das funktioniert hier. Man sieht auf der App auch eigentlich schön den Weg, den er fahren will. Ist nur die Frage, wo er hier, ob er etwas näher zu uns rüberfährt noch. Jongliert etwas hin und her hier. Fährt richtig gut langsam, richtig vorsichtig. Natürlich die Frage, wie gut die Navigation hier von dem GPS ist. Ich glaube, du bist jetzt ziemlich auf der Position, wo du auch hin wolltest, ne? Genau, also er geht eigentlich auf das Fadenkreuz und wenn wir wollen, dass er näher zu uns kommt, müssen wir es, glaube ich, noch so ein wenig ändern. Jetzt irritiert ihn das, dass wir so komisch hier stehen. Mag er irgendwie nicht. Ich meine, wir können ja... So, jetzt sagt er, maximale Strecke würde zurück. Ah ja, jetzt 20 müssen wir... 20 Meter sind begrenzt. Was müssen wir jetzt machen? Uns woanders hinbegeben. Oder müssen wir nochmal aus- und einsteigen? Ich glaube nicht. Gut, du meinst, wir müssen nichts machen? Ja, es ist eine Begrenzung drauf. Normalerweise, wie weit man vom Auto weg ist und auch wie lange, wie weit er fahren darf. Also ich dachte, man müsste jetzt nochmal kurz in Drive gehen selber.
Aber wir checken das. Wir stehen jetzt hier weiter hinten. Gucken uns das nochmal an. Schließe ihn jetzt mal ab. Und abschließen, aufschließen. Vielleicht reicht das schon. Genau. Was meint er? Maximale Strecke. Ich glaube, du musst von Hand ein Stück fahren. Ansonsten will er dich nicht. Also, Auto definiert mal hierher gefahren und wir gehen jetzt hier mal etwas weiter weg, nämlich da drüben hin. Und zwar auch hinter dieses Hindernis. Da müsste er dann ja drumherum fahren. Schauen uns die Sache mal an, ob irgendwas geht. Empfang zum Auto ist vorhanden. Auto blinkt auch. Ich gucke mir das von etwas weiter weg an, wie das Auto da rumfährt. Was, ihr glaubt nicht, dass das Auto selber fährt? Doch, guck. Hier, ich winke mal extra. Ich muss ihm aus dem Weg gehen, nicht, dass der mich irgendwie im Radar erfasst. Gut, ist vorgefahren. Also wir wollen, dass das Auto noch ein bisschen mehr hier rüber kommt. Seltsame Geräusche gibt es ja von sich, das muss ich ja schon sagen. Ansonsten funktioniert das aber irgendwie einwandfrei. Was ist eine sinnvolle Anwendung davon? Ja, man steht irgendwo im Regen. Nee, das Auto steht im Regen, man selber steht irgendwo unter einer Überdachung und man will abgeholt werden. Maximale Strecke erreichen. Oh. Jetzt, wir stehen hier drüben und das Auto ist da hinten ordentlich eingeparkt. Und es soll jetzt zu uns kommen, weil wir keine Lust haben, darüber zu rennen oder weil es regnet. Das ist ja so der Anwendungsfall. Und wir schauen mal, ob das Auto wirklich zu uns kommt. Sehr mutig plötzlich. Ja, das ist zumindest mal die richtige Richtung. Fährt auch sogar ziemlich forsch. Ist die Frage, wie gut er natürlich hier irgendwelche Hindernisse, Fahrwege erkennt. Jetzt weiß er nicht, wo lang scheinbar. Na komm, kannst doch hier zu uns rüberfahren. Ja, es geht noch was, oder? Naja. Ja, die GPS-Ortung von der Position ist wahrscheinlich nicht so super genau. So, 20 Meter zurückgelegt. Oh je. Wir sind schon wieder ins Limit gelaufen. Mehr als 20 Meter kann es nicht. Aber es funktioniert. Der Frank-Uwe steht da hinten, seht ihr ihn? Das Auto steht hier. Ich gehe mal ein bisschen auf Sicherheitsabstand. Und dann schauen wir mal, ob das Auto zu ihm kommen kann. Seltsame Geräusche auf jeden Fall mal. Und los geht's. Ist nur die Frage, wo er hin will. Hinter ihm ist nichts, das ist schon mal in Ordnung. Aber er ist ein bisschen knapp jetzt rausgefahren. Na, was macht er? Ja gut, so kann man das auch machen.
Moment ist der Fahrweg auf 20 Meter begrenzt. Und normalerweise sollte man immer mit dem Handy in Bluetooth-Reichweite bleiben. Das sind natürlich bloß 3 Meter und das sind die Begrenzungen, die natürlich hier uns in Deutschland schon arg beschränken in der Funktionsfähigkeit von diesem System. Sind wir schon wieder 20 Meter gefahren? Warum hat das jetzt eigentlich überhaupt funktioniert? Wir waren ja doch relativ weit weg vom Auto. Ja, das funktioniert mit einem Trick. Ist gar nicht klar, ob man den weitersagen darf. Wir arbeiten mit 2 Handys. Ein Handy haben wir hier in der Hand und eins ist noch immer im Auto und auch als Schlüssel mit dem Auto verbunden. Und dadurch meint tatsächlich das Auto, man ist immer noch in Reichweite, obwohl das eigentlich das zweite Handy ist, da unten. Ja. Und so funktioniert das dann auch, dass man zumindest diese 6 Meter Begrenzung, die es nämlich auch noch gibt, man darf nicht weiter als 6 Meter vom Auto entfernt sein, die kann man damit ein bisschen austricksen. Die 20 Meter allerdings nicht. Und die sehen wir ja, wie schnell wir die zusammenkriegen. Aber das war doch jetzt schon mal eine schöne Demo. Ja, auf jeden Fall mal vielen Dank an dich, dass du hier vorbeigekommen bist und wir das hier angucken konnten, ausprobieren konnten. Nicht die idealen Bedingungen, aber man sieht mal, sowas im realen Einsatz schon funktioniert. Ne? Vielleicht wird das Smart Summon irgendwann wirklich mal smart. In Deutschland sogar schon, ne? Funktioniert das hier, nicht bloß in den USA, aber in den USA sind wir dummerweise ein bisschen weiter, klar. Weniger Regularien und so. Ja, das ist hier erster Feature-Test mal von der Technik hier, die hier verbaut ist. Alle Fahrzeughersteller wollen das ja in irgendeiner Weise dann können. Hier ist halt der einzige Vorteil, dass das tatsächlich schon in Serienfahrzeugen ist. Deshalb seid vorsichtig mit der ganzen Sache. Es kann auch schief laufen, nicht funktionieren. Genau. Das Auto ist sehr vorsichtig. Klarer Hinweis, don't fly at home. Ja. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist schrecklich. Ja, das ist schrecklich. Das ist schrecklich.